Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X HD Remaster. Ich habe ein Pfeil im Bild, aber ich glaube, das habt ihr gerade nicht gesehen. So, ich habe mal geguckt, ich krieg das Albert Lexikon jetzt nicht mehr, aber ich kann es mir später nochmal holen. Ja, wenn ich es dann nicht vergesse. Gott, ich hätte einfach nicht nur mit Yuna reden sollen und den Kampf provozieren sollen, dann hätte ich das auch holen können. Ich habe mich halt nicht umgesehen, das war ein dummer Fehler von mir. Okay. Ich will da nicht dran, ich will raus. Captain Walker's waiting for you. Captain Walker's waiting for you. Ich will aber noch woanders hin. Komme ich jetzt in diese Schenke rein da? Ich denke schon, ja. Hier ist nämlich das nächste Lexikon. Da, Lexikon Band 4. T ist D. Ich will nichts essen, ich will einfach nur hier bleiben. Der Anblick des Meeres macht mir Angst. Ich glaube immer glaube ich, seinen Schatten zu sehen. Ich hab den Laden zwar wieder aufgemacht, aber ohne Ware läuft einfach nichts. Man kann die Lexika jetzt viel besser sehen. Also das Buch sah gerade recht groß aus. Früher war das, glaube ich, nicht so, dass das so sichtbar war. Okay, Waka wartet. Waka, Waka, ey. Ich hoffte, es wäre ein böser Traum. Und wenn ich aufwache, dann wäre alles wieder beim Alten. Aber nichts war beim Alten. Damit komm ich rüber, schnell! Oh. Aber selbst wenn sie mit runtergefallen wäre, ich glaube nicht, dass sie ertrunken wäre oder so. Das ist. Ne, die können doch wohl schwimmen, die in so einer Stadt hier wohnen. Sind wieder auftaucht, waren alle Reparaturen umsonst. Zerstörung und Wiederaufbau, ein Katz-und-Maus-Spiel. Kiste. 3 Potions. Es tut mir leid, er wurde von Sinn vergiftet. Bitte hab Nachsicht, wenn er wirre Dinge von sich gibt. Was guckst du denn so? Das hier ist kein Zoo. Oh! Wacker wartet schon. Wo ist Wacker? Ich dachte, ich muss da hinten rein. Ups. Dann eben nicht. Dann da, okay. Ah, there you are. Be said Aurochs, huddle. On to the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner O'Hallan used to live in the Kilika Temple here. Yep, Lord O'Hallan was once a great blitzer, you know. Waka. Hmm? Praying for victories, all good. Ugh, but is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win, right? Right. Temple's beyond the jungle there. Let's go. Let's play and win, right? Ich denke, Blitzball ist auch das einzigst Erheiternde für die Bevölkerung in Spira. Eben wegen Sinn, deswegen ist das dann auch so beliebt, weil es das einzigste ist, wo sie Spaß dran haben können. Ist zumindest mein Gedanke. Ich muss mal eben schauen, ob ich das nächste Buch finde. Das habe ich jetzt vergessen, verdammt. Okay. Okay, okay. Okay, sorry. Unprofessionell, ich weiß, aber ich war noch nie professionell. Ich will es einfach mal sofort finden. Das erste Buch habe ich verkackt. Aber na gut. What's up? Yuna is saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. Na klar.
You know what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Newbie? Not a guardian, then. I just want him nearby. What? Oh my god! What? What do you mean? It's just that... Well... We're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Ich will nur, dass er in meiner Nähe ist. Boah, wie kannst du das sagen, Yuna? Gegner. Ah, ich weiß warum. Kimari, why don't you use Lancet on it? What's a Lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. But when a Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn Fiend's abilities. Hey, sounds cool. Ist auch cool. Das ist genau das, was ich vorhin bei Sin provozieren wollte. Juhu. Kimari kann jetzt Kern spucken. Bleh. Wir können bei Kimari dabei sogar sehen, was er für eine Schwäche hat. Ich glaube, der hat irgendwas mit Analyse. Nee, nicht Wasser. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Sehr schön. Lulu wird uns noch sehr oft sehr nützlich sein, auf jeden Fall. Hat Kimari irgendwas dabei, was Analyse macht? Die Stichlanze. Mal durchschauen. Nesseschlag, Blindschlag. Es ist nicht so schlecht, ne? Blindschlag, Nesseschlag. Kommt auf den Gegner an, ne? Kälte 50%, Abwehr plus 5. Wir haben gerade keine Kältemonster in der Nähe, von daher ist das okay. Gehen wir jetzt mal aufs Sphärobrett und laufen da ein bisschen weiter. Eigentlich sammle ich ja auch gern die Punkte ein und mache das alles dann auf einmal, aber warum? Kimari hat drei Wege, die er gehen kann. Lang, da lang. Überleg jetzt. Angriffskraft steigt, Abwehr steigt. Gut, so weit kommt er jetzt hier oben nicht. Kommt er zu Tidus. Analyse, hier kommt er auch nicht so weit. Hieb, Unheil. Ich überall Level 1 Sphäropässe, das ist schon doof. Oder Level 2. Ich lasse ihn jetzt nicht zu Tidus raufgehen. Ultima, oh boah, er steht davor. Krass. Baka ist hier. Ich möchte, dass alle irgendwo einen eigenen Weg gehen können. Aber Kimari steht da mittendrin. Lulu ist hier, Baka ist da drüben, Tidus ist da oben. Könnte nur hier weiterkommen. Wieder Level 1 Sphäropässe hätten. Verdammt, wo gehe ich mit Kimari am besten hin? Ach komm, wir gehen zu Wacker. Warum nicht? Lulu, dahin? MP ist sehr gut, wenn das bei ihr steigt. Reflex. Du musst hier runter. Ich habe keine Zeit für Rüden mehr. Das ist schon blöd. Luna kann da hin. Und lernt zwei Sachen. Ex-Foy und
Ex-Blitz, okay. Gut, 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 gut. Das sind irgendwelche Schriftzeichen. Bafu C Akts. Keine Ahnung. Company, halt! Oh. The fiend before us is Ochu, Lord of the Wood. We've had trouble with this one before. Remember, discretion is the better part of valor. Nett, dass ihr mir das sagt. Dabei fällt mir ein, es gibt in diesem PC-Spiel auch so, ich sag jetzt nicht Cheats, weil, obwohl eigentlich schon. Man kann, glaube ich, seine, man kann die Zufallskämpfe ausstellen, man kann sich, glaube ich, Gil ercheaten und so weiter. Ich weiß allerdings nicht, wie man die benutzt. Ich gucke mir dann mal was an dazu und werde es euch dann im nächsten Mal erzählen. Das Küsschen da vorne gehe ich auch erst später an. Wenn wir die nächste Bestie haben. Das mache ich immer so, das kann man jetzt auch versuchen. Aber ich will es jetzt nicht versuchen. Ich will jetzt erstmal zum Tempel. Ein Hinterhalt, ja, wie schön. Hast du jetzt mal auf? Du ziemlich weh tust. Gut, dann benutze ich mal die Technik Kernspucken auf das Viech da. Das hat ganz schön wehgetan. So, jetzt fackel ich dich ab. Genau. Burn. Sehr gut, Lulu. Lulus Augen sind echt krass. Also das Rot, das sieht echt toll aus. Bundesverrüden. Okay, einfach mal so in der Kiste. Why not? Obwohl ich verwechsel immer die Knöpfe. So, hol mir mal Wacker dazu. Passt ja, dass ich Wacker dazu geholt habe. Wir haben jetzt hier drei Gegner, die passend sind zu den dreien, die wir da gerade haben als Charaktere. Jaka ist stumm. Na toll. Dino-Salamander. Bam. Wacker, du greifst die Killerbiene an. Und Lulu zaubert, das müsste ein Elektroviech sein, Wasser auf das Viech da. Hat jemand Durst? Nice. Nette Brustphysik bei Lulu. Ist mir jetzt aufgefallen. Obwohl ich sowas ja nicht beachte normalerweise, aber naja, man kann bei ihr auch nicht dran vorbeigucken. Seien wir ehrlich. Geht's hier hin? Über eine Brücke. Warum immer Hinterhalt? Was soll das? Au. Tilus geht's nicht so gut. Und hepp. Uha! Ich nehme die Gegner auch mit, dann können wir ein bisschen Erfahrung sammeln, wenn man so will, Erfahrung. Und Steroiden, was ganz wichtig ist. Wir üben, wir üben. Üben, wir üben. Ich weiß nicht mal, wo ich hin soll. Take it easy, huh? I'm fine. Läuft schon Wacker, keine Sorge. Das Problem ist, Lulu ist ein bisschen langsam. Er hat wohl nicht so viel Geschick. End of game. Schluss, Pfiff. Abilities, Yuna. Yuna kann mal ein bisschen heilen. Auch wenn sie nicht aktives Mitglied der Gruppe ist. Da ist noch eine Kiste, die möchte ich doch mitnehmen.
Du triffst das Vieh nicht. Das ist kein Bird, das ist eine Biene. Ich wollte es nur ausprobieren, Wacker. Hätte ja sein können, dass das Chilos auch trifft. Ein Fortuna-Spheroid. Oh, schön. Die sind ganz selten. Focus on the fight. No worries. Nur keine Hektik, Lulu. Alles cool. Burn. Der lebt noch? Was? Und immer wieder Tidus. Okay, wir sind da. These stone steps have a history, you know. Yep, Lord O'Holland trained here at his peak. A race, huh? Think you can beat me? Yuna, if you would. Ready! Hey! Ah, huh? Hey! Die Kinder, oh mein Gott, süß. Kids. Ja, ich könnte Lulu sein, ne? Er schüttelt nur den Kopf. Gut, verteile ich mal noch die restlichen Punkte. Lulu kommt da unten nicht weiter, also gehen wir. Lulu bekommt jetzt einiges. Zauberabwehr, schön. Magie, noch viel besser. Und Reflex. In dem Moment, ich weiß gar nicht, ob Geschick oder Reflex ausschlaggebend ist für die Schnelligkeit des Charakters. Ich muss gleich mal schauen. Als ob er Magie braucht, jetzt mal ehrlich. Nee, es muss Geschick sein, weil Reflex ist Lulu ja verdammt hoch mit 44. Das muss Geschick sein. Okay, speichern. Und bevor hier noch mehr passiert, beende ich hier den Part und verabschiede mich fürs Erste von Final Fantasy X für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.